Recht herzlich willkommen zur 67. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind unterwegs, hatten zuletzt Krieg gegen Norwegen, haben drei Provinzen bekommen, die hier unten oben sind. Und wie man sieht, sind wir dadurch jetzt hier auch das, beziehungsweise wir nicht, unsere Kolonie hat das bekommen. Das sieht ja jetzt schon richtig groß aus dann. Naja, okay. Und Memotag haben wir das auch. Das müsste dann aber Neufund dann sich selber geholt haben. Das ist nicht durch uns passiert, oder? Ach so, die sind am Kolonisieren. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass die es machen, aber es sieht so aus. Gut, wir haben hier noch ein bisschen von Norwegen. 4 Prozinzen, 5, 6, 7 und die 8. Und die zwei Inseln 9 und 10. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Ja. Mehr sieht nicht so aus. Ich glaube, das war's dann mit denen. Was haben wir denn hier jetzt mit La Champfleuride bis hierhin? Okay. Das ist jetzt hier die Ostküste, die komplett haben, ne? Hier unten ist Kastilien. Okay, und hier ist Portugal. Tutuluxio. Französisch-Kolumbien. Okay. Unsere Schiffe sind hier, die sind auch ganz schön angegriffen, glaube ich, wie man hier rechts sieht. 27, das ist nicht so gut. Lassen wir gerade das Spiel laufen. Sind wir auf dem Weg hin oder schon zurück? Kriegsgrund gegen Hamburg, Verden, Lübeck. Die blockieren die Häfen und unser Schiff ist unterwegs nach drüben. Dann sieht das gleich nicht so ganz so gut, glaube ich, aus, ne? Kann das sein? Naja. Handelskriegsgrund, irgendwie verloren wir den Handelskriegsgrund gegen Verden. Warte mal, machen wir Pause, dann ist doch Hamburg. Stopp, da ist Hamburg. Ha, nicht wichtig jetzt. Ja. Und die Franzosen eigentlich nur im Krieg mit, ja, sind sie nur mit der Provence. Aragon auch, okay. Sind die verbündet mit Aragon, oder? Ja, nur im Krieg mit der Provence, oder? Okay, dann heißt Aragon ist jetzt mit den Franzosen verbündet, ne? Verteidiger gegen Frankreich im Krieg, französische Rückeroberung. Alles klar. Was macht denn hier unser Bretagne aus? Okay. Das heißt, ein Krieg erklären geht nicht, ne? Da haben wir die alle auf dem Hals, okay. Schade drum. Was macht denn hier unsere Provence? Keine Anrechte mehr drauf, okay. Haben wir noch was frei? Ja. Dann können wir doch da mal hier diplomatische Bemühungen anstreben, ne? So. Messen wir hier 63%. Anspruch fingieren. Ja, schade. Anspruch fingieren und dann hier. Es, das ist das. Okay. Okay, dann haben wir noch das. Okay. Auch gut. Und dann geht nicht mehr. Also das da können wir noch nicht. Gut, haben wir das geklärt. Da wäre noch einer bereit. Da sind wir da. Und was haben wir hier? Oh, ich sehe gerade, wir haben zwei Händler, die wir überhaupt nicht eingesetzt haben. Das ist schon mal ganz schlecht. Warte mal. Ja, da fließt der Handel so. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Dann sollten wir vielleicht im Ärmelkanal noch jemand hinsenden. Und hier in St. Lorenz Golf. Handelseinwand, warte mal, nicht abschöpfen im Ärmelkanal oder doch abschöpfen? Ja, aber das
Was machen wir hier? Großbildner und Händler hier haben das Einfluss übertragen. Okay. Lass mal gerade weiterlaufen. Weil dann ist da schon einer hingekommen. Okay. Unser Kriegsgegner werden. Okay, was ist das? Trier könnten mal wieder angreifen. Genauso wie Burgund. Okay. So, die sind unterwegs. Ach so, der ist ja auf Übersee. Okay. Ja, des Friedens liegen hinter uns. Gut, der ist jetzt auch angekommen. 15, 16, 9. Okay. Geld fließt, so wie es aussieht. Zähne, okay. Wir haben noch irgendwie einen Beraterplatz frei, ne? Sollten wir vielleicht mal besetzen. Ja, der Oberbau ist ganz schön teuer. Disziplin oder Moral? Nehmen wir doch mal die Moral dazu, ne? Okay, ein Stuhl 2 Händler. Jo, das ist jetzt schon mal klar. Ist er eigentlich hier schon erkrankt? Nee, wohl noch überlebend, ne? Da haben wir nichts. Wie sieht's hier aus? Okay, das dauert noch. Dann mal wieder in die politische Karte. Ja. Oh, Besitz von Rebellen oder was? Okay. Hier müssten wir mal gucken, wie wäre es denn da? Oh, da sind ganz viele gegen uns dann. Das funktioniert nicht. Ach, wir bauen auf. Okay. 14. Dauert noch, ne? Vielleicht sollten wir hier mal auch noch machen. Die sind hier noch Aragon. Aber warte mal. Besetzt durch Frankreich. Okay. Der Staatsmann gestorben. Okay, es ist jetzt ein anderer Papst da, oder was? Und die Leute von Aragon sind in Portugal eingewandert. Okay, Provence breitet sich aus. Sieht so aus, als ob Frankreich gerade etwas schwächer ist, ne? Kann das sein? So, hier haben wir reichlich Truppen. Okay. Unsere Schiffe sind repariert, gehe ich von aus. Sieht so aus. Na, das dauert halt noch, ne? Das ist 4,52, das ist nix, ne? Wer war das? Bretagne oder Burgund? Burgund aus, okay. Da geht schon Anspruch fingieren, okay. Picardie nehmen wir als erstes. Aha, General ist gestorben. Okay. Schon wieder ein paar Ansprüche verloren. Da wird wer entdeckt. Nee, da geht aber nicht. Ja, dann schickt ihn nach Hause. Nützt ja nix. Dann lass uns hier nochmal weitermachen. Ging das jetzt? Nee, noch nicht.
Calais haben wir gemacht. Picardy haben wir gemacht. Calais ist das nächste dann. Dauert aber noch was. Gut, die Aufklärung. Gut, toll. Provinz verloren. Super, Amor. Warte mal. Amati Dizoui, Alimente 6. Anheuern, okay. Frankreich hat ein Angebot akzeptiert. Die kriegen von denen die Truppen, oder wie sehe ich das? Naja. Da wollen wir doch hier irgendwo, ne? Da. Die unterstützen die Franzosen dann. Okay, das wird automatisch zurückerobert, weil irgendwann vor ist. Und wir haben jetzt immer noch keinen Dingens, ne? Wie heißt es? Das ist bald zu Ende. Lass mal hier nochmal reingehen. Ja. Irgendwie ist das Handel. Komm, mach den noch. Und ich wollte noch ein Dingens haben. Wer heißt es? Ein General haben. Der ist nämlich. Der ist doch der Thronanwärter, ne, oder? Oder? Ja. Das ist der König, so, nicht der Thronanwärter. Gut, das heißt, wir können da noch einen ausheben, ne? Und der macht auch einen ganz guten Eindruck eigentlich, oder? Dann müssen wir den noch der Truppen zuweisen. Und wie sieht er dann aus? Fernkampf 2, Nahkampf 1, Manöver 1, Belagerung 2. Gut. Monate, okay. Dann lass mal weiterlaufen. Ja. 16 in Burgund und 20 hier. Okay. Stark sind die 24. Okay, da haben wir keine Schnitte gegen. Die haben 21. Wir sind bei. Also einfach können wir das leider nicht sehen. Sondern wir müssen dahin. Wir sind bei 22 auch. Okay. Bretagne. Okay. Okay. Einmal einmarschieren, bitte. Ein neuer König. 424 ist er jetzt geworden. Okay. Stabilitätseinbruch. Da oben geht's aber los. Das ist da, okay. Das ist aber auch gerade schon erledigt, die Revolte. War notwendig, okay. Ja, Anspruch schwach, wird Thronfolger, Farbseinfluss verlieren, war hat es mir halt. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir das.
Jetzt kontrollieren wir die Provinz. Gut, dann müssen wir da mal gerade aufräumen noch. Und die 8 Einheiten aufreiben. Okay, sind sie jetzt weg? Ja. Nee, ich verliere kein Prestige. Das ist nicht mein Ding. So, Burgund müsste doch schon wieder was gehen, oder? Anspruch auf Calais. Okay, okay. Und die schicken wir wieder dahin. Da steht noch eine einzelne Einheit. Die nehmen wir mal mit darunter. Gut. Und die Schiffe schicken wir mal in den Kanal. Gut, was hier? Indoriale Stände. Der Klerus. Nee, wie komme ich denn jetzt an mein Fenster hier rechts dran? Finde ich den schon wieder verloren. Noch mehr. Gegen Britannia. Wir haben einen Kolonialismuskriegsgrund gegen Britannien. Sie haben Kolonien. Na, den unseren. Nordamerika, okay. Unmoralische Preise. Was sollen wir da denn machen? Bürger verlieren 20 Loyalität. Okay. Da kommen ganz viele Regimenter raus. Da gibt's Geldmalus. Mhm, 29. Ich nehme das erste. Standmodifikator abgelaufen. Okay. Okay, das war das Einzelne. Belagerungsansicht. Wo ist denn diese Ansicht jetzt hier rechts? Da, alles klar. Und da ist noch. Und der Klerus war es, ne, oder? Ach, jetzt brauchen wir die Bürger. Das war ja jetzt noch ein Ereignis, was dazwischen gekommen ist. Na super, ja. Da geht nicht. Da geht. Und die Bürger gehen da auch. Geht das dann weg? Reicht wohl nicht, ne? Da geht nicht. Da geht. So wenig, 2% nur. Da geht. Da geht. Aber die Bürger möchten noch nicht. Da geht. Jetzt ist es ausreichend. So. Oh, hier sind schon Kämpfe zugange. Was haben wir hier? Okay. Da muss ich mal einen Nachfolger kriegen. 36, da geht doch noch was, oder? Müssen wir dann mal schauen. Truppen sind hier. Ja, Schiffe sind natürlich hier, ne? Veraltet wahrscheinlich, ne? Auch, ne? Veraltete Schiffe ablösen.
Ja, Unruhen, Neufundland. Prestige will ich nicht verlieren. Machen wir das. Wer sind denn jetzt die veralteten Schiffe? Bitte schön, die Galeone. Kriegsgaleone. Und diese hier? Merchant Man. Das jetzt die neuen oder die alten? Ich weiß es nicht. Wir gucken. Ne, das war falsch. Hier müssen wir gucken. Ja, das sind die neuen. Die anderen sind alle die alten wahrscheinlich dann, ne? Super, oder? Neun und zehn. Läuft erstmal. Was haben wir hier? Länder möchten, ach so, bei uns möchten die das auch noch machen. Abenaki, sehr interessant. Okay. Gegen wen sind die denn da am Kämpfen? Britannia. Machen wir doch mal, oder? Was heißt hier nein? Das verstehe ich jetzt nicht. Und das ist ja. Das geht nicht. Ach, brauchen wir nicht. Vergesst das. Gut, das war das. Hier können wir noch was ausbauen, wollen wir aber gerade nicht, weil wir müssen erstmal unsere Flotte noch stärken. Wo waren wir jetzt? Da ist noch kein Nachfolger da. Ja. Aber Naki möchte ich jetzt gar nicht wissen. Ich möchte eher hier was wissen. Die Franzosen. Die wollen das auch, oder was? Naja. Anspruch fingieren geht schon. Okay. Okay. Und dann muss das weiterlaufen. Burgund geht noch nicht. So ein Eroberungskriegsgrund. Hier reicht es noch nicht. Da brauchen wir noch 30. Haben erst 20. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.